Hallo bei Bodos Hundetipp. Heute geht's um die Thematik, wenn ihr zwei Hunde habt, wann geht ihr mit denen gemeinsam Gassi und wann vielleicht mit dem einen und dem anderen getrennt und alleine. Darum soll es heute gehen. Aber bevor es losgeht, bitte abonniert den Kanal und gebt uns ein Like und schreibt auch Kommentare und stellt uns Fragen. Hallo bei Hundetipp. Heute bin ich im Wald, aber nicht ganz alleine, nämlich mit zwei Hunden. Denn wir haben ja zu unserem Easy jetzt auch die Fenja bekommen. Und da kommt das Thema auf den Tisch, gehe ich eigentlich mit beiden Hunden gemeinsam Gassi oder doch eher mit beiden einzeln? Und da gibt es keine klare Antwort drauf, aber so ein paar Empfehlungen, die ich an dieser Stelle aussprechen möchte. Gassi gehen ist ja mehr als nur eben mal pullern oder sein Geschäft verrichten, sondern es soll ja auch immer so einen Trainingsaspekt haben und auch den Hund auslasten und eure Bindung fördern. Und dann werdet ihr feststellen, dass das mit zwei Hunden gar nicht so einfach ist, denn gerade in dem Moment, wo ich zum Beispiel negiere, fühlt sich immer auch der Hund angesprochen, der vielleicht gerade was richtig macht. Das heißt, die Empfehlung ganz klar, wenn ihr trainieren wollt, geht lieber zwei Runden und dann mit jedem Hund einzeln. Das ist für die Hunde besser, für eure Beziehung besser und ihr werdet auch feststellen, dass die Hunde sich mehr an euch orientieren und nicht so ihr eigenes Ding machen. Ne? Also wenn ich jetzt hier im Wald stehe, ich gucke ja auch dauernd so ein bisschen, was meine Hunde machen, dann sind die so mit sich beschäftigt und gucken vielleicht auch das eine oder andere auch mal weniger zu euch. Fenja! Als Beispiel zeige ich euch hier mal unser Ableinritual. Bevor meine Hunde frei laufen dürfen, müssen sie sich hinsetzen. Dann leine ich sie ab und erst auf Freigabezeichen dürfen sie dann ihrer Wege gehen. Bei Easy klappt das schon ganz gut, bei Fenja natürlich logischerweise noch nicht. Also muss ich hier intervenieren. Und das Abbruchzeichen, was ich hier gebe, die Negierung, die nimmt natürlich auch mein alter Hund wahr. Insofern ist die Kommunikation nicht eindeutig. Also bevor man das bei beiden Hunden synchron macht, solltet ihr lieber diese Übung zum Beispiel erst mit dem neuen Hund, mit dem unerfahrenen Hund, der nicht ganz so gut ausgebildet ist, zuerst trainieren. Gerade wenn ihr Thematiken habt wie Leine ziehen oder das Verbellen von anderen Hunden, woran ihr daran arbeitet wollt, geht bitte alleine mit dem jeweiligen Hund. Baut es ein. Ihr könnt das ja auch so machen, dass ihr zum Beispiel morgens mit einem Hund länger geht, mit dem anderen dann abends länger und das so ein bisschen changiert, um das dann in euren Zeitplan zu bekommen. Aber es ist wirklich besser und zielführender. Geht ihr mit beiden Hunden und ihr habt solche Strecken wie jetzt hier im Wald, wo man den Hund auch mal frei laufen lässt, dann könnt ihr auch gemeinsam gut trainieren, nämlich in dem Fall, so wie ich das jetzt hier auch mache. Ich habe zum Beispiel einen älteren Hund, der schon sehr gut hört und ich habe einen ganz jungen Hund, der noch nicht so gut hört, aber der sich sehr stark an dem älteren Hund orientiert. Das heißt, wenn ich Easy zurückrufe, kommt meistens Fenja auch mit, meistens ganz oft. Und insofern kann ich das nutzen. Also das heißt, auch da gibt es so ein paar Tricks, dass man sagen kann, okay, habe ich schon einen älteren Hund, der ganz gut in der Hand liegt und auch gut aufs Wort hört und der junge Hund koppelt sich so ein bisschen dran, nutzt diesen Effekt aus in eurem Training. Das Gleiche gilt aber auch umgekehrt. Das ist oftmals so, wir stellen uns hier auch gerade fest, dass unser Easy eigentlich gerade wieder zum Kind wird und sich oftmals auch die schlechten Verhaltensweisen des jungen Hundes abguckt und dann wird gemeinsam Blödsinn gemacht. Also da muss man so ein bisschen gucken und auch so ein bisschen auf das Team gucken. Das Team meine ich die beiden Hunde, die sich so entwickeln. Habe ich zum Beispiel einen Anstifter dabei, der immer als erstes auf die Idee kommt, irgendwo entweder auf Jagd zu gehen oder Blödsinn zu machen, dann muss ich auch ganz ehrlich mit dem Team umgehen und sagen, okay, dann ist vielleicht das gemeinsame Gassigehen wirklich nur an der Leine und ja, zum Geschäft verrichten, aber das reinliche Training dann halt mit den Hunden alleine. Und wenn beide Hunde super funktionieren, das heißt besser funktionieren, super muss es nicht sein, dann kann ich beginnen, mit beiden Hunden synchron zu trainieren.
Ja, das sind ein paar Gedanken von mir zu dem Thema, gehe ich immer mit beiden Hunden, wenn ich denn zwei habe, Synchrongassi, oder gehe ich auch mal einzeln? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir die in die Kommentare oder berichtet mir einfach, wie ihr das macht und welche Erfahrungen ihr gesammelt habt. Und vielleicht habt ihr ja noch Ergänzungen, Tipps und Tricks. Also bis zum nächsten Mal, euer Bodo, die Fenja und der Easy aus dem Feld. Bis dann. Komm!